Sonntag, was up, meine lieben Leute, ich bin wieder euer Fanta und ich habe heute eine Runde Call of Duty 4 für euch. Wir spielen auf dem Sumpf und ich kann mich nicht entscheiden, welche Waffe ich spielen soll. Am Anfang die AK, dann die APD. Die APD ist eine Noob-Waffe. Gut, sei jetzt mal egal. Ich bin der Fanta, wer kennt mich, wer kennt mich nicht? Keine Ahnung, ich habe auf diesen Channel eigentlich noch keinen Commentary gepostet. Das ist mir letztens erst wieder bewusst geworden. Aus dem Grund heute mein Entjungferungs-Commentary. Der eine oder andere wird sich jetzt freuen. Entjungferung ist ein schönes Wort, genauso wie Sex. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt könnt ihr euch nochmal freuen. Jetzt seid ihr alle vollends befriedigt, ich weiß. Und das ist auch gut so, denn ich habe jetzt ein ernstes Thema für euch. Das erste Thema, ich weiß nicht, aber ich habe einfach die Aufgabe bekommen, heute das erste Thema zu machen. Sorry Leute, aber ich habe meistens eher nonsenswitzige Videoauflager. Aber heute gibt es einfach mal ein ernsteres Thema. Deswegen werde ich jetzt auch mal meine Stimme senken und einen sehr einschläfernden Ton anwenden, dem ihr eigentlich alle gar nicht zuhören wollt. Naja, nein, ihr wollt diesen Ton nicht zuhören, ihr sollt ihm aber zuhören wollen. Warum? Denn es betrifft euch alle, zumindest all jene, die hier auf diesen Kanal ein Gastcommentary hochgeladen haben, beziehungsweise die mit dem Gedanken spielen, es hochzuladen, beziehungsweise jene, und jetzt Augen auf, Ohren auf, Helmi und beziehungsweise Fanta ist da. Alle, die mit dem Gedanken spielen, Kommentator zu werden, betrifft das stark. Wir haben hier einen Kommentatoren-Stammtisch gemacht und wir haben sehr, sehr viele neue Abonnenten dazu gewonnen. Das kann man Abonnenten gewinnen, gleich wieder ist Ansichtssache, aber wir haben einige neue Abonnenten bekommen und das hat uns gefreut. Klar, danach haben wir jetzt einige Gastkommentaries hochgeladen und leider haben wir uns die nicht so ganz, ganz genau angeschaut. Ich habe sie mir jetzt nochmal ganz genau angeschaut. Ich habe sie nochmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und da sind mir Sachen aufgefallen, wie, dass man die Stats am Ende nicht einblendet. Und dann habe ich mir so gedacht, das nervt schon gut. Aber das sind ja die Anfänger. Wir wollen ja Gastkommentare für Anfänger machen, damit wir ihnen eine Starthilfe geben können. Und das sind Sachen, an denen kann man arbeiten. Oder die Audioqualität vom Mikrofon. Dass man das Mikro nicht immer direkt vor dem Mund hat und die ganze Zeit reinhaucht. Okay. Und dann sind mir auch Sachen aufgefallen, die einfach grundlegend sind für jeden Kommentator. Und dann ist mir irgendwo bewusst geworden, wir laden echt jeden Scheiß hoch. Weil das war dann zum Beispiel ein Video im Format 4:3 und da war die Qualität echt scheiße, Leute. Also ich meine, ihr habt es eh gesehen oder das haben sie eh nicht mehr alle angeschaut. Wenn da schon so Gastkommentare steht, schauen sich schon viele einfach aus Prinzip nicht mehr an. Und dann haben wir noch gehabt, dass jemand nicht Erster aus seinem Team geworden ist, bei einem Team Deathmatch oder Herrschaft. Das geht einfach nicht, das ist ja traurig. Sowas kann man nicht hochladen, sowas soll man auch gar nicht mal einschicken, dass ihr euch nicht schämt. Traurig, naja gut, ich rede hier recht schlecht darüber. Aber für mich ist es auch eine Sache des Respekts, beziehungsweise eine Sache von Niveau. Und Niveau ist nicht das Zeug, dass man sich auf die Hände schmiert. Niveau, was meine ich damit? Wir wollen auf unserem Kanal, auf dem Kanal Austrian Own, wollen wir ein gutes Niveau haben. Wir wollen, dass ihr sagen könnt, geile Scheiße, ich war unter den ersten 1000 Abonnenten. Ihr solltet es in 5 Monaten unter unseren Kanal in die Kanalkommentare schreiben können und euch dabei auch noch gut fühlen. Ihr sollt stolz drauf sein, wenn ihr sagt, ich war unter den ersten 1000 Abonnenten von Austrian Own. Das wollen wir erreichen mit dem Kanal, mehr oder weniger. Und das geht jetzt erstmal vorerst nicht, wenn wir nur Gastkommentare hochladen. Wir werden jetzt mehr von uns hochladen, wir werden aktiver auf diesem Kanal sein, beziehungsweise, also, was heißt aktiv an weh, aber wir Mitglieder werden aktiver sein, wir werden mehr Commentaries posten und wir wollen euch aber nicht hier die Starthilfe wegnehmen. Wir haben gesagt, wir wollen euch Österreicher oder allgemein, wir wollen allen Kommentatoren eher helfen und da kam uns, oder am Anfang nur mich, ich habe das jetzt mit meinen Kollegen auch schon besprochen, die finden, das ist eine richtig gute Idee und die sind alle begeistert davon und die Idee war folgende, dass wir uns gedacht haben, wir machen etwas, das den Namen Kommentatoren Academy trägt. Der eine oder andere kann sich jetzt schon vorstellen, was das sein wird und denkt sich, scheiße, nicht noch mehr Schule. Aber wer Kommentator werden will, der muss sich bewusst werden, das ist mit ein bisschen Zeitaufwand und fast schon Arbeit, kann man sagen, irgendwie, das ist mit einem großen Zeitaufwand verbunden. Und das muss man sich erstmal bewusst machen und dann kann man sich auch denken, gut, da ist so eine kleine Hilfestellung doch irgendwie ganz nett. Denn ich weiß noch, wie ich angefangen habe, hätte ich mir sowas irgendwie gewünscht. Oder gewünscht heißt ja auf Hochdeutsch. Wir müssen ja korrektes Deutsch sprechen, oder? Grammatik vor der Film. Auf jeden Fall möchten wir die die Kommentator Academy machen. Und mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Commander Krieger so etwas Ähnliches machen will oder macht.
Das ist aber was anderes, denn er macht deine Karriere auf YouTube oder so. Und das ist was anderes, wie das, was wir machen müssen. Das möchte ich jetzt erst nochmal vorher erklären. Wir wollen machen, speziell für Kommentatoren, zum Beispiel, wie nehme ich ein Live-Commentary auf? Was gilt es zu beachten bei meinem Kanal? Mein Avatar. Titel für, wie finde ich Titel für Videos? Wie finde ich Themen? Was sind Titel, die ich nehme? Also in die Tags kann man auch nicht jeden Scheiß reinschreiben, auch wenn ich das oft mache, Leute. Aber man kann auch nicht jeden Scheiß reinschreiben. Den Titel, da muss auch was drauf sein. Der Kanal muss auch speziell, also das Kanaldesign, da gibt es auch einige Punkte, die man beachten soll. Bei einem Commentary gibt es sehr, sehr viel, das man beachten soll und muss. Man kann auch nicht jeden Scheiß erzählen im Commentary. Das Gameplay sollte auch irgendwelche Punkte beachten. Was heißt, das Gameplay sollte Punkte beachten. Man sollte beim Gameplay auf Punkte achten, dass die auf jeden Fall vorhanden sind. Und solche Sachen werden wir da besprechen. Das Ganze wird eine Staffel sein, 15 Episoden, schätze ich mal, 5 Minuten, sowas hoffe ich, dass sich das ausgehen wird. Und ich möchte, dass ihr mir heute in die Kommentare reinschreibt, was ihr von der Idee haltet. Und das war so schön, das Gameplay aus 29:3. Ich weiß, das war ein ernstes Thema, das wir da durchgekaut haben. Aber nächstes Mal wird ja ein bisschen flowig, chilligeres sein. In einer Woche sollte dann die YouTube-Kommentatoren-Academy auch schon starten. Wie immer, also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare rein auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Und wie immer verabschiede ich mich mit dem Worten Tschaußens rein. Leute, ich wünsche noch viel Spaß. Euer Fanta.